da? Ach, Blumen. Madame Fournier hat sie mitgebracht. Donnerwetter, die geht aber ran. Ich muss schon sagen, Sie sind der Verderb unseres hilfreichen Personalschefs. Also bitte. Vor einem Monat haben Sie eine Putzfrau gefeuert, weil sie trank und überall herumschnüffelte. Gleich nehmen Sie eine andere unter Ihre Fittiche und sorgen als erstes dafür, dass dieses schlichte Gemüt in Verwirrung gerät. So, der also, es ist seltsam, Maxim, aber du machst immer Witze, über die nur du lachen kannst. Ja, jeder ist sich selbst der Nächste. Übrigens kann ich über die Geschichten anderer schon gar nicht lachen. Ich verstehe sie nie. Aha. Nehmen wir ab? Ja, geh du ran. Na gut. Hallo, ja, Inspektor Maxim, Kriminalpolizei. Ja? Ja, ich notiere. Rue Ardennais. Um welche Zeit? Gut. In Ordnung. Wie schreibt man das? T-R-I... Ja? Was? I-N-E. Trigemin. Danke. Ja, wir fahren gleich hin. Und? Ein Arzt aus dem 18. Bezirk, Chef. Er ist heute Morgen zu einem Krankenbesuch in die Rue Ardennais gerufen worden. Aber als er ankam, war die Patientin schon tot. Vergiftet mit Trigemin. Hast du die Adresse vom Arzt? Ja, hier, habe ich notiert. Was machen wir? Du gehst jetzt zu ihm und fragst ihn nach diesem Gift und ich fahre in die Rue Ardennais und wir treffen uns dann wieder hier. Gut, Chef, aber das wird hart für Sie. Da kriegen Sie es mit der Concierge zu tun. Die Tote aus der Rue Ardennais lebte nämlich allein. Sie lebte allein. Naja, allein, wie man so sagt. Wenn Sie wissen wollen, ob sie verheiratet war. Nein, das weiß ich genau. Aber deshalb lebte sie doch nicht allein. Ein Freund. Ich will ihr ja nichts nachsagen, der Ärmsten. Aber sie hatte mehrere. Aha. Und damit Sie gleich alles wissen, Herr Kommissar, sie hatte keinen Beruf. Naja, ich meine keinen anständigen Beruf wie Sie und ich. Hm. Ist das nicht katastrophal in so einem gutbürgerlichen Hause? Naja, an Beschwerden hat es nicht gefehlt. Aber was sollte der Vermieter mit ihr machen? Sie bezahlte ja ihre Miete, sogar pünktlicher als manche andere, das kann man wohl behaupten. Und außerdem steht im Mietvertrag von Tugend nichts drin, sonst würden ja massenhaft Wohnungen leer stehen. So oft habe ich ihr gesagt, Madame Madeleine, ja, man nannte sie beim Vornamen im Viertel, Madame Madeleine, bei dem Leben, das sie führten, werden sie noch Ärger bekommen. Sie lachte immer nur, die Ärmste. Dabei wusste ich gar nicht, wie recht ich hatte. Kannten Sie denn die Männer, die Sie besuchten? Nein, Herr Kommissar, wo denken Sie hin? Das waren ja immer andere. Und ich konnte die ja auch nicht alle nach dem Namen fragen. Was man über Conciergen auch sagen mag, wir sind genauso diskret wie andere Menschen. Und Sie haben die Leiche entdeckt? Ja. Ja, ich. Und ich bin noch ganz durcheinander. Das war heute Vormittag. Ich mache nämlich jeden Tag die Einkäufe für Sie und bringe ihr den Korb im Laufe des Vormittags rauf. Diese Sorte Frauen... Herr Kommissar, die stehen ja nie früh auf. So, sie hatte mir einen Schlüssel gegeben. Heute bin ich so gegen 12 Uhr raufgegangen. Sie lag noch im Bett. Gewundert hat mich das nicht. Das war jeden Vormittag so. Also habe ich ihr zugerufen, aufstehen, Madame Madeleine, und bin in die Küche gegangen. Als ich wieder ins Zimmer kam, da hat sie immer noch geschlafen. Da habe ich sie wachrütteln wollen. Aber ihr Arm, der war ganz kalt. Und da habe ich Angst bekommen und den Arzt angerufen. Und er hat dann angeordnet, dass die Polizei benachrichtigt wird. Ja. Und Sie haben hier in der Wohnung nichts angerührt? Aber nein, Herr Kommissar. Nein, ich habe viel zu große Angst gehabt. Alles war, wie Sie es jetzt sehen. Sagen Sie, was meinen Sie? Hat man vielleicht etwas gestohlen? Nein, gestohlen ist nichts. Nicht einmal Ihr Geld, das im Schrank in einer Stahlkassette liegt. So. Ihre Ersparnisse. Ja. Um eines Tages aufs Land zu ziehen, wie sie sagte. Ja, das war ihr Traum. Eine kleine Bar an einem See. Für sie wäre das die beste Lösung gewesen. Sie hatte ja keine Familie, niemanden. Blieb sie denn immer hier im Viertel oder ging sie auch mal woanders hin? Selten. Einmal in der Woche, am Donnerstag. Die hatte eine Freundin, die ist Platzanweiserin in einem Kino an der Place Pigalle. Da ging sie sich den Film ansehen, umsonst. Einmal die Woche. Donnerstag. Ja, sie hat mich auch mal mitgenommen. Also das muss man ihr lassen. Wenn man ihr gefällig war, ließ sie sich nicht lumpen. Es waren Western. Ich mache mir zwar nicht viel draus, aber es war umsonst. Also, warum nicht?
Und als wir aus dem Kino kamen, da wollte ich ihr bei einer Cousine von mir ein Eis spendieren. Die hat ein Café in Butchemont. Aber da hätten wir zweimal umsteigen müssen. Während von der Pigalle zur Rue Ordinée, da steigt man Max Dormois aus und ist direkt zu Hause. Ja, ja. Also mich strengt das Metrofahren ja so an, wegen der Treppen. Oh, Madame Madeleine, ihr macht mit Treppen nichts aus, aber die war ja auch noch verdammt jung. Was man von uns ja kaum noch sagen kann, nicht, Herr Kommissar? Gestern war Donnerstag. Ist sie da auch wie sonst ins Kino gegangen? Ja, ja, ich habe sie weggehen sehen, wie jeden Donnerstag. Da wäre doch schön dumm gewesen, das nicht auszunutzen, wo sie das kaum was kostete. 2 Metro-Billets, sonst nichts. Na, haben Sie ja nicht gerade viel erfahren, Chef. Hast du den Arzt gesprochen? Ja, die Concierge hat ihn gerufen, wie sie ihn gesagt hat. Seine erste Diagnose war Herzanfall. Aber dann hat er sich das Gesicht der Toten gründlicher angesehen und ist auf den Gedanken gekommen, dass der Herzanfall von einem Gift herrühren müsse. Von diesem Trigamin. Natürlich hat er die Leiche zur Bestattung nicht freigegeben und sofort uns verständigt. Das Gerichtsmedizinische Institut wird entscheiden, ob er recht hat oder nicht. Hat er dir was Näheres über die Wirkungsweise von diesem Trigamin erzählt? Ja. In kleinen Dosen und unter medizinischer Kontrolle angewendet, wirkt es beruhigend auf den Gesichtsnerv Trigeminus. Aber eine Überdosis führt zu Gesichtslähmungen und schließlich zum Herzstillstand. Es gibt das Medikament in fester und in flüssiger Form. Und natürlich nur auf Rezept. Ja, warte mal. Nein, nein, lassen Sie, Chef. Ich kenne meine Pflichten. Hallo? Ja? Kommissar Fremont? Ja, der ist da. Ja. Ja, ich habe was zum Schreiben. Was, schon wieder? Nein, nein, sprechen Sie weiter. Ach, der Bericht ist schon da. Ja, ich notiere. Nicht nötig. Ich weiß, wie sich das schreibt. Ja, ich sage es ihm gleich. Vielen Dank, bis später. Was war das? Polizeirevier Neuilly. Ein Junge von 12 Jahren mit Trigamin vergiftet. Gib mir die Adresse. Ich fahr gleich hin. Nein, du wartest hier den Laborbericht wegen der Frau aus der Rue Ordinaire ab und kommst danach. In Ordnung, Chef. Nein, Herr Kommissar. Ich war nur seine Stiefmutter. Als ich seinen Vater heiratete, war Philipp 3 Jahre alt. Ich könnte behaupten, dass ich ihn wie mein eigenes Kind betrachtete, aber das wäre unrichtig. Schon wegen der Einstellung meines Mannes. Seine Liebe zu seinem Sohn war geradezu besitzergreifend. Er hätte es nicht ertragen, wenn der Kleine sich mir zu sehr genähert hätte. Der Abstand zwischen uns wurde mit den Jahren immer größer, aber wir litten nicht darunter. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Doch wenn Kinder fühlen, dass man ihre Zuneigung nicht erwidert, ziehen sie sich auf sich selbst zurück. Aber Sie kümmerten sich um ihn? Sehr wenig. Sozusagen nie. Mein Mann hatte für seinen Sohn eine Erzieherin engagiert. Philipp und ich waren höflich zueinander, mehr nicht. Aber dann ist mein Mann voriges Jahr bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen und ich wurde gesetzlicher Vormund von Philipp. Diese neue Lage brachte uns etwas näher zusammen, aber ich glaube, es war mehr die Vernunft als das Gefühl. Was wollen Sie damit sagen? Ich will offen sein, Herr Kommissar. Der kleine 3-jährige Junge von damals, den ich bereit gewesen wäre zu lieben, war herangewachsen und dann... Ja? Philipp hatte das Vermögen seines Vaters geerbt. Ich habe nur die Nutznießung. Sie werden einsehen, dass mir unter diesen Umständen sehr viel daran lag, mit meinem Stiefsohn gut auszukommen. Ist das ein großes Vermögen? Sehr groß sogar. Sie stellen die Frage nicht, Herr Kommissar, aber ich fühle, sie liegt Ihnen auf der Zunge. Ja? Ich bin jetzt die Alleinerbin meines Mannes. Das kann mir Ärger machen, nehme ich an. Nur wenn Sie sich etwas vorzuwerfen haben. Ich bitte Sie. Er war mir nicht gerade ans Herz gewachsen, aber er war doch noch ein Kind. Ich meine, einem Kind etwas anzutun, den Mut kann nur ein Scheusal haben. Tja, den Mut oder die Feigheit. Was hat Philipp gestern gemacht? Er ist wie jeden Donnerstag zu seiner Großmutter gefahren zum Mittagessen. Place d'Etoile. Allein? Ja. Und danach? Danach wollte er sich mit Kameraden zum Fußballspielen im Bois de Boulogne treffen.
Aber ich habe in seiner Tasche eine Eintrittskarte für den Zirkus Midrano gefunden. Seine Großmutter wird ihm sicher wieder Geld gegeben haben. Sie verwöhnte ihn ständig. Jeden Donnerstag das Gleiche. Wenn er zurückkam, hatte er die Taschen voll Bonbons und anderem Zeug, das er sich auf dem Heimweg gekauft hatte. Ich bin dagegen, Kindern zu viel Geld zu geben. Ich gab Philipp praktisch nichts, nur so viel, der mit der Metro fahren konnte. Danke, Madame. Das wäre dann für den Augenblick alles. Ich begleite Sie hinaus, Herr Kommissar. Hier entlang, bitte. Chef, der Laborbericht hat den Giftverdacht bestätigt. Aber das ist nicht alles. Langsam, stellen Sie sich bitte, vor, Maxim, vorhin... Warte. Wir müssen das mal zusammenfassen. Aber Chef... Nein, komm. Wir gehen jetzt mal der Reihe nach. Ja, bitte. Also, für die Frau aus der Rue Ordonnée haben wir nicht das geringste Indiz. Man könnte fast sagen, anonymer Mord. Sie lebte allein, ohne Familie, ohne Anhang, wenigstens ohne bekannten Anhang. Und sie sparte jeden zu, als Rücklage für ein ruhiges Alter. Das ist alles, was wir über sie wissen. Diebstahl scheidet aus. Ihre Ersparnisse liegen unberührt in einer Kassette hinten im Schrank. Und dann die Tat eines Sadisten scheidet ebenfalls aus angesichts der normalen Körperlage. Es waren ja keinerlei Spuren von Misshandlungen. Und die Benutzung von Gift weist ja auf Vorsätzlichkeit hin. Dann bliebe das Verbrechen aus Leidenschaft und das nachzuweisen, das ist vorsichtig gesagt, also beinahe unmöglich. Ja, ich meine, der Lebenswandel der Frau und die vielen Männerbesuche, die sie vor aller Welt empfing, lassen diese Vermutung unglaubwürdig erscheinen. Hätte sie Angst gehabt vor irgendeinem Eifersüchtigen, dann wäre sie ja wohl vorsichtiger gewesen. Und was ist mit dem Mord in Neuilly? Der Mord in Neuilly ist was ganz anderes. Da gibt es ein Motiv. Das Geld. Der Stiefmutter von Philipp, der fällt jetzt ein bedeutendes Vermögen zu, das ihr in ein paar Jahren verloren gegangen wäre. Es bleibt also zu beweisen, dass diese Frau sich wirklich Trigemin beschafft und es dem Jungen gegeben hat. Sicher, ich meine, seltsam ist schon, dass bei beiden Morden das gleiche Gift benutzt wurde, Trigemin. Also der gleiche Mörder? Ich glaub's nicht. Welche Beziehung sollte denn zwischen einer Frau von fragwürdigem Lebenswandel und einem Jungen von 12 Jahren bestehen? Oh, vielleicht ein Verrückter am Werk. Ja, natürlich. Das fällt einem immer zuallererst ein, ein Irrer. Ein Amokläufer, der zuschlägt, wie es gerade kommt, ohne ersichtlichen Grund. Ja, das würde aber den dritten Anruf erklären, Chef. Er kam vorhin, als Sie unterwegs waren. Ja, du willst doch wohl nichts sagen. Doch, Chef. Ein Anrufer aus Saint-Ouen. Ein Mann ist auf dem Nachhauseweg auf der Straße zusammengebrochen. Ein Zinkarbeiter, der in Puteau arbeitet. Trigemin. Hast du den Wagen da? Natürlich, Chef. Dann los nach Saint-Ouen. Ich weiß, Madame, es ist schmerzlich für Sie, meine Fragen zu beantworten. Aber verstehen Sie bitte auch, dass wir herausbekommen müssen, wer Ihren Mann umgebracht hat. Die Ärzte erklären ja doch eindeutig, er ist vergiftet worden. Ich möchte Ihnen gern helfen, Herr Kommissar, aber ich weiß nichts. Überhaupt nichts. Könnten Sie mir erzählen, wie so der Tagesablauf Ihres Mannes war? Er ist um 6 Uhr aufgestanden, wie immer. Dann haben wir zusammen gefrühstückt und dann ist er um 6:45 zur Fabrik gefahren. Wie fuhr er denn zu seiner Arbeit? Mit dem Metro bis Neuilly und dann mit dem Omnibus bis nach Puteau. Ist Ihnen was aufgefallen, als er das Haus verließ? Wie meinen Sie das? Ja, ich meine, klagte er vielleicht da schon über Kopfschmerzen? Magenkrämpfe, Schwindel? Nein, er hat ganz normal gefrühstückt. Schwarzen Kaffee und Brot. Wo aß er denn zu Mittag? In der Fabrik. In der Kantine? Nein. Ich gab ihm sein Essen mit. Es kostet ein bisschen mehr, aber er ist gern allein. Er sagte, er könnte sich besser ausruhen dabei. Um welche Zeit kam er abends zurück? Um 8:30. Regelmäßig? Ja. Nur 10 Minuten früher, 10 Minuten später. Das kommt auf den Omnibus an. Wie lange sind Sie verheiratet? Das wären jetzt 8 Monate, nächsten Dienstag. Das ist schrecklich. Wo haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt? In der Fabrik.
Er hatte gerade seinen Militärdienst hinter sich. Ich machte sauber in den Büros. Und warum sind Sie da nicht mit Ihrem Mann zusammen zur Fabrik gefahren? Ich arbeite nicht mehr, Monsieur. Ich erwarte ein Kind. Hat Ihr Mann vielleicht Feinde? Feinde? Nein, Herr Kommissar. Dazu sind wir nicht wichtig genug. Hätte uns etwas antun sollen. Wir kannten doch niemanden. Wir gingen fast nie aus und unsere ganze freie Zeit haben wir damit verbracht, unsere Wohnung einzurichten. Wie lebte denn Ihr Mann vor Ihrer Heirat? Wie? Lebte er allein? Natürlich, ja. Entschuldigen Sie meine Frage, aber bevor Sie heirateten, hatte Ihr Mann da ein Verhältnis. Ein Verhältnis? Ja. Ich meine, glauben Sie, dass Ihr Mann, bevor er Sie kennengelernt hat, vielleicht einem anderen jungen Mädchen die Heirat versprochen haben könnte? Aber nein, Herr Kommissar, natürlich nicht. Wieso? Na, weil er mir das gesagt hätte. Ja. Ja, dann danke ich Ihnen. Wir werden Sie später vorladen. Und ich entschuldige mich nochmals. Das brauchen Sie nicht, Herr Kommissar. Ich verstehe Sie ja. Was hältst du davon, Maxim? Ja, ziemlich naiv, die Frau. Gerade weil sie naiv ist, glaube ich nicht an ihre Schuld. Welches Motiv sollte sie gehabt haben? Sie ist jetzt allein, mittellos, erwartet ein Kind und hat alle möglichen Ratenzahlungen am Hals. Verbrechen aus Leidenschaft ist doch unwahrscheinlich. Die waren erst 8 Monate verheiratet und Raubmord. Was gab's bei dem Mann schon zu holen? Die wöchentliche Lohntüte. Und dann würde dieser Mord auch nicht die anderen erklären. Na also, was machen wir? Wir gehen jetzt beide nach Hause für heute, reicht's. Bis morgen. Tag, Madame Fournier. War der Chef noch nicht da? Doch, gerade eben, Herr Inspektor. Aber er ist gleich wieder gegangen. Hat einen Anruf bekommen. Und soviel ich verstanden habe, war es das Polizeirevier vom 15. Bezirk. Eine Frau hat gestern ihren Mann tot in ihrer Wohnung gefunden. Und was hat der Chef gesagt? Er hat gesagt, Sie sollen gleich nachkommen. Die Adresse liegt auf seinem Schreibtisch. Da ist sie. Rue Vaugirard. Hier, Herr Kommissar, in seinem Büro. Wann war das? Naja, so um 4 ungefähr. Ganz genau weiß ich es nicht. Ist Ihr Mann den ganzen Nachmittag in seinem Büro gewesen? Ja, so wie immer. Er hat seine Kunden immer nur vormittags besucht. Was war er von Beruf? Steuerberater, Herr Kommissar. Ach, ein großer Kundenkreis. Ja, ziemlich umfangreich. Er konnte sich nicht beklagen. Er hatte denn irgendwelche Schwierigkeiten mit seinen Kunden gehabt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Und mit Ihnen? Ja, ich meine, irgendwelche Missverständnisse. Nein. Also gestern früh ist er aus dem Haus gegangen. Ja. Er hatte eine Verabredung hier in der Nähe und dann noch eine andere in Auteuil. Fuhr er mit seinem Wagen? Nein, Herr Kommissar, mein Mann ließ seinen Wagen immer zu Hause stehen, wenn er in Paris zu tun hatte. Es war ihm zu anstrengend und zu langwierig. Die Metro und der Bus, die sind doch viel schneller und bequemer. Das stimmt. Und Sie, Madame, waren Sie den ganzen Nachmittag über in der Wohnung? Nein, ich habe Besorgungen gemacht. Und wo bitte? Ich bin durch einige Warenhäuser gegangen und dann in die Rue Tronchet und dann, dann in die Rue Royale. Was waren das für Besorgungen? Ach, wissen Sie, Herr Kommissar, wenn eine Frau sagt, sie macht Besorgungen, dann heißt es, sie sieht sich 1000 Dinge an, die sie vielleicht kaufen würde, wenn sie könnte. Das ist ein Vorwand, um ein bisschen herauszukommen, ein bisschen herumzulaufen. Ein Spaziergang, wenn Sie so wollen. Sie kamen nach Hause und haben Ihren Mann hier tot aufgefunden. Ja. Ich bin zuerst in mein Zimmer gegangen, um mich umzuziehen und dann ins Büro, um mit meinem Mann zu sprechen. Und ich habe dann sofort die Polizei verständigt. Wie lange waren Sie verheiratet? 12 Jahre, Herr Kommissar. Liebte Ihr Mann Sie? Was ist denn das für eine Frage? Ja, er liebte mich. So wie man nach 12 Jahren Ehe liebt. Und Sie? Ich? Liebten Sie Ihren Mann? Ach, wissen Sie, Herr Kommissar,
Erlauben Sie. Ja, ja, bitte, bitte. Hallo? Ja, ich bin im Apparat. Herr Rechtsanwalt, sagen Sie bitte, könnten Sie vielleicht so in einer Stunde noch einmal anrufen? Nein, das ist jetzt nicht mehr nötig. Mein Mann ist tot. Ja. Ja, danke. Ja, ja, die Polizei, die ist hier. Also gut. Gut, Herr Rechtsanwalt, dann bis morgen. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Aber keine Ursache. Das war Ihr Notar. Mein Anwalt. Ja, das hörte ich. Ist da ein Gerichtsverfahren? Scheidung. Ach. Aber Sie haben mir doch vorhin gerade gesagt, es hätte zwischen Ihnen und Ihrem Mann keinerlei Missverständnisse gegeben. Gerade ein Missverständnis zwingt einen manchmal weiter zusammenzuleben. Hat denn Ihr Mann die Scheidung verlangt? Nein, ich. Und er war einverstanden? Nein, er war dagegen. Mein Anwalt hat gestern einen Brief von meinem Mann erhalten, in dem er ihm seinen Standpunkt darlegt. Und davon wollte er mich jetzt unterrichten. Darf ich aufmachen? Ja, ich bitte Sie sogar darum. Das ist sicher Inspektor Maxim. Ich habe ihn gebeten, mir hierher nachzukommen. Guten Tag, Madame. Ich suche Kommissar Fremont. Ja, kommen Sie rein. Der Kommissar erwartet Sie bereits. Hier geht es entlang. Ich habe mich beeilt, so gut ich konnte, Chef. Ja, ja, danke. Nehmen Sie Platz. Danke. Ich bin hier auch noch nicht fertig. Wäre es indiskret, Madame, Sie zu fragen, warum Sie die Scheidung wollten? Ja, das ist indiskret. Ich brauchte meine Freiheit. Ach, ein Verhältnis. Wenn Sie es schon so nennen, ja, ein Verhältnis. Was hätten Sie denn nun im Falle einer Weigerung Ihres Mannes getan? Ich hätte versucht, ihn zu überzeugen. Das wäre Ihnen gelungen. Wenn eine Frau wirklich will, Herr Kommissar... Aber jetzt, meine Herren, möchte ich Sie bitten, zu gehen und mich allein zu lassen. Ich bin erschöpft. Ja, die Aufregung. Ja. Aber seien Sie unbesorgt. Ich werde Paris nicht ohne Ihre Genehmigung verlassen. Kennen Sie das Sprichwort, Chef? Der Wille der Frau ist der Wille des Teufels. Auf jeden Fall hatte sie ein hieb- und stichfestes Motiv. Trotzdem glaube ich nicht dran. Was halten Sie von Selbstmord? Ach, du meinst, der Steuerberater hätte sich umgebracht, weil seine Frau ihn verlassen wollte? Ja, warum nicht? Dann müsste man ja auch annehmen, dass die anderen drei Fälle Selbstmord begangen haben, nur weil eine Frau im 15. Bezirk ihren Mann verlassen will. Na, komm, das hieße ja die Solidarität etwas weit treiben, findest du nicht auch? Ich suche, Chef. Ich suche. Naja, der Hauptkommissar hat vielleicht einen Einfall. Wieso der Hauptkommissar? Er hat vorhin nach Ihnen gefragt. Er möchte Sie dringend sprechen. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Oh, was haben Sie schon zu befürchten, Chef? Er ist zu Ihnen doch immer wie zu einem Freund. Also, dann auf. Ah, Sie sind's, Fremont. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Schon die Zeitung gelesen? Nein, nein, aber wenn ich Sie recht verstehe, Herr Hauptkommissar, haben Sie das bereits getan. Keine Scherze, Fremont. Die Journalisten haben recht. 4 Morde innerhalb von 2 Tagen in Paris. Und Sie stehen da mit leeren Händen. Nichts. Nicht die geringste Spur. Nicht das kleinste Indiz. Bin ich ungerecht? Nein, nein. Wir haben noch nichts gefunden. Hübsche Bilanz. Eine glatte Pleite, würde ich sagen. Amüsieren Sie sich nur, solange es noch Zeit ist, Fremont. Ich gebe Ihnen 48 Stunden, um Licht in die Sache zu bringen. Ist diese Frist um und Sie haben immer noch nichts, nehme ich Ihnen den Fall weg und gebe ihn Gautier. Oh ja, ein hübsches Geschenk für ihn. Ich wollte Sie nicht verletzen, Fremont. Ja, schon gut. Ich kenne Ihre Verdienste und weiß, dass Sie alle Qualitäten haben, um eine Sache zum Erfolg zu führen. Aber die Zeit drängt, die Ereignisse drängen. Wir können nicht warten, bis der nächste Mord begangen wird. Fassen wir beide doch mal alle Anhaltspunkte zusammen, ja? Vielleicht ist Ihnen irgendeine Kleinigkeit entgangen. Nein, wir haben... Nein, 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 ich halte mich nicht für besser als Sie, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Herein? Ja. Was gibt's? Hier ist gerade ein Telegramm eingegangen, Herr Hauptkommissar. Lesen Sie vor. Jawohl, Herr Hauptkommissar. Polizeirevier 8, Bezirk Marseille. Heute Morgen ist Victor Gautran, Handelsvertreter, zu Hause tot aufgefunden. Feststellungen des Gerichtsmedizinischen Instituts, die gleichen wie die der Laboratorien Paris.
Fall dürfte auf gleichen Urheber hinweisen und die Kriminalpolizei Paris interessieren. Unterschrift Kommissar Frossard. Da haben wir es. Der fünfte Fall. Was sagen Sie nun, Frau Raymond? Nichts, Herr Hauptkommissar. Mhm. Aber Frossard scheint genauso zu schwimmen wie wir. An uns wendet er sich doch bloß, weil er sich einen Fall vom Halse schaffen will, der ihm faul vorkommt. Und wie denken Sie darüber? Genau wie Sie. Aber es ist nicht schlecht, dass die Marseiller Polizei ebenso im Dunkeln tappt wie wir. Das schafft uns die Journalisten vom Hals. Jetzt werden sie uns ein Weilchen in Frieden lassen. Was haben Sie jetzt vor? Nach Marseille fahren, Herr Hauptkommissar. Es freut mich, Sie mal wieder zu sehen, Fremont. Ja, das ist ganz meinerseits. Das ist Inspektor Maxime, mein Adjutant. Inspektor? Guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Ja, wollen wir uns durchsetzen, bitte. Maxime. Danke. Bleiben Sie lange in Marseille? Ja, das kommt ja nun ganz drauf an. Und worauf? Was Sie mir über den Fall Victor Gautran berichten können. Da haben Sie Aussicht, noch zu Weihnachten hier zu sitzen. Oh je. Wir wissen nicht viel. Sozusagen nichts. Wir erhielten die Nachricht vom Wirt des Hotels, in dem Gautran gewohnt hat. Wie, der hat im Hotel gewohnt? Ja, also wie eine Familienpension. Die Mehrzahl der Gäste sind Pensionäre. Gautran lebte dort seit über 20 Jahren. War er verheiratet? Nein, er Witwer. Seit dem Tod seiner Frau hat er sich in dem Hotel einquartiert. Und arbeitete er noch? Ja, als Vertreter für eine Teigwarenfabrik. Alle Auskünfte, die uns über ihn vorliegen, sind ausgezeichnet. Wir haben nicht den Schimmer einer Spur gefunden. 40 Jahre in der gleichen Firma, geschätzt von seinen Chefs, geachtet von seinen Kollegen. Abenteuer unbekannt, also auch das Privatleben klar und durchsichtig. Ja. 10 Monate im Jahr arbeitete er. Und die 2 übrigen verbrachte er in einem kleinen Hotel von Perrault Guirec, in das er schon mit seiner Frau gefahren war, das er aus alter Gewohnheit beibehalten hatte. Wenn er nicht unterwegs war, und in letzter Zeit reiste er immer weniger, war sein Leben in Marseille ebenfalls streng geordnet. Aufstehen um 7 Uhr, Frühstück um 8 im Restaurant des Hotels, um 9 Uhr in der Fabrik. Von 12 bis 2 ging er in einer Weinstube am Hafen essen und dann bis ungefähr 6 Uhr noch einmal in der Firma. Ein idealer Lebenslauf. Und seine Abende? Ja, die Abende. Abende, wie wir beide sie uns ein paar Mal jährlich erträumen würden. Oder an sie selbst. Bis 8 Uhr, da spielte er Karten mit Arbeitskollegen bei einem Glas Roten. Danach ging er ins Hotel zurück, Abendessen, bisschen Fernsehen. Schlafen gehen dann spätestens 11 Uhr. Aber gestern Morgen, da kam er nicht zur gewohnten Zeit zum Frühstück, worüber sein Wirt sich wunderte. Er wartete ein paar Minuten, ging dann zu Gautrans Zimmer hinauf, klopfte an die Tür. Es kam keine Antwort. Er öffnete mit seinem Passepartout und fand Victor Gautran tot am Fußende seines Bettes liegen. Er war mit dem Kopf auf die Ecke der Kommode gefallen. Der Arzt war dann in ein paar Minuten da, stellte einen Herzanfall fest, aber er weigerte sich, die Leiche freizugeben. Naja, das Resultat der gerichtsärztlichen Untersuchung, das kennen Sie ja. Mhm. Das wäre alles. Fingerabdrücke natürlich auch keine. Nein, keine. Außer seinen eigenen und den des Zimmermädchens. Und war was verschwunden? Verschwunden? Nichts, soweit man das beurteilen konnte. Tja, da haben Sie recht, Frossard. Was hier passiert ist, das ähnelt auf eine merkwürdige Weise den Fällen, die uns in Paris vorliegen. Ja, aber das Wichtigste kommt vielleicht noch. Gautrans Herzanfall ist eingetreten, nachdem er gerade in sein Hotel zurückgekommen war. Er hat nicht einmal Zeit gehabt, seinen Reisemantel abzulegen. Reisemantel? Ja, eine Geschäftsreise nach Paris. Nach Paris? Mhm. Er war nur 1,5 Tage fort, einschließlich Hin- und Rückfahrt. Anhand seines Notizbuchs mit den Besuchsterminen haben wir seine Zeiteinteilung annähernd rekonstruiert. Tja, aber auch daraus haben wir nichts ableiten können. Das macht nichts, das macht nichts. Erzählen Sie es trotzdem. Na gut, gut. Moment, meine Notizen. Ja, hier. Er fuhr also mit dem Zug 14.47 Uhr, kam um 23 Uhr in Paris an, stieg in einem Hotel nahe Gare de Lyon ab. Am nächsten Morgen hat er dann um 9 Uhr einen Termin bei einem Grossisten am Boulevard Berthier. Um 10.30 Uhr einen bei einem Kunden in der Rue Cadet, eine Stunde später einen in der Rue de Paradis. Seine Besuchstermine stimmen mit seinem Auftragsbuch genau überein. Tja, und die Fahrscheine, die wir in seiner Tasche gefunden haben, beweisen, dass er überall
mit der Metro hingefahren ist. Ja, um 12.30 Uhr hat er den Zug zurückgenommen. Ankunft 23 Uhr in Marseille. Er ist auf direktem Weg in sein Hotel gegangen. Tja, ist dann tot umgefallen, als er sein Zimmer betrat. Das ist leider alles, was ich Ihnen sagen kann. Das ist sehr viel, aber leider zu wenig. Hat man was in seinen Taschen gefunden? Nein, nichts von Interesse. Warten Sie, wo ist denn die Liste? Hier, sein Terminkalender, sein Auftragsbuch, davon sprachen wir ja schon. Ja, und dann dieser Karton. Darin sind neue und gebrauchte Metrofahrscheine, eine kleine leere Bonbonschachtel, seine Brieftasche, 300 Francs in Scheinen, 27 Francs in Kleingeld, Päckchen Zigaretten, ein Feuerzeug, die Kofferschlüssel. In dem Koffer auch nur wenig, sein Musterkästchen, Toilettenbeutel, ein Pyjama, elektrischer Rasierapparat. Sie sehen, es ist alles ganz normal. Tja. Was halten Sie davon, Frémont? Tja, gar nichts, es sei denn, dass die Lösung in Paris liegt. Na, ich sage Lösung. Ich bin vielleicht ein Optimist, aber ich bin überzeugt, wenn Gautron nicht nach Paris gefahren wäre, dann säße er jetzt in seiner Weinstube im alten Hafen. Maxime, bist du da anderer Meinung? Nein, Chef. Na ja, natürlich, du machst es dir wieder mal einfach. Nein, nein. Chef, aber irgendwas stört mich an der Geschichte. Bitte? Aber ich weiß nicht was. Ich zermartere mir den Schädel, ich finde es nicht. Gut, wenn du es gefunden hast, dann zieh die Alarmglocke, ja. Inzwischen fahren wir nach Paris zurück. Aber Ihr Zug geht erst in einer Stunde. Vielleicht erlauben Sie mir, Sie beide zu einem Pastis einzuladen. Oh ja, oh ja. Ein Pastis, also Sie finden ja immer das richtige Wort, Fossa. Wenn ich also recht verstehe, hat Ihnen Ihre Blitzreise nach Marseille nicht viel eingebracht. Genau, Herr Hauptkommissar, gar nichts. Hm. Außer vielleicht die Gewissheit, dass der Mörder in Paris operiert und dass er bei all seinen Opfern in gleicher Weise vorgeht, dass er sie sich aussucht, wie es gerade kommt. Und ich möchte beinahe sagen, er sucht sie sich nicht aus, er trifft sie wahllos. Das ist der Punkt, der mich am allermeisten aufregt. Es sieht so aus, als ob der Mörder seine Stärke demonstrieren will, dass es ihm mehr darauf ankommt, möglichst viele Leute umzubringen, als gezielt zuzuschlagen und die Kaltblütigkeit, mit der er vorgeht, die beweist mir, der ist überzeugt, dass wir ihn nicht schnappen werden. Sie haben recht, Frémont. Er fühlt sich wirklich sicher. Woher wissen Sie das so genau? Wissen Sie, der Brief hier war heute Morgen bei der Post aufgegeben, gestern auf der Hauptpost, Rue du Louvre. Kein Motiv, keine Spuren. Kommissar Frémont kommt nie ans Ziel. Ich habe nur einen Monat gebraucht, um all diese perfekten Verbrechen zu begehen. Nun? Gilt eigentlich Ihr Entschluss, diesen Fall Gautier zu übertragen, noch immer? Dann machen Sie keine Witze. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Aber der Briefschreiber hat ja nicht Unrecht. Ich komme nie ans Ziel, das fühle ich deutlich. Ich stehe vor der Wand. Und da ist es, glaube ich, anständiger von mir, wenn ich Gautier die Untersuchung überlasse. Sie wollen Ihre Karriere aufs Spiel setzen, nur weil Sie mal eine Minute mutlos sind. Das ist doch wirklich das perfekte Verbrechen, Herr Hauptkommissar. Sie wissen besser als ich, Frémont, dass es das perfekte Verbrechen nicht gibt. Unaufgeklärte Verbrechen gibt es schon. Aber das heißt nicht, dass sie perfekt wären. Damit eine Untersuchung von Anfang an schief läuft, dann genügt oft ein winziges Versehen. Ich muss herausfinden, welche Verbindung zwischen den Opfern besteht. Aber Sie haben mir doch gerade gesagt, dass es die Opfer wahllos trifft, ohne irgendeinen Sinn. Mm-mm. Der Mörder ist jeder dieser vergifteten Personen irgendwo begegnet, denn er existiert doch. Der schläft und isst irgendwo und tötet seine Opfer irgendwo. Nur wo? Wo? Der Ort. Das ist das Merkmal, das auf alle Opfer zutrifft. Herein. Guten Tag, Herr Hauptkommissar. Guten Tag, Maxi. Guten Tag, Chef. Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich zu spät komme, aber die Straßen waren wieder einmal total verstopft. Ja, ja. Zu Fuß kommt man am Ende doch schneller voran. Das ist es. Was ist los, Frémont? Ich hab's. Ich hab's gefunden. Wirklich, Chef? Es wäre nett, wenn Sie sich näher erklären würden. Ich weiß, wo der Mörder tötet. Erinnern Sie sich, Herr Hauptkommissar?
Erinnere dich, Maxime, was wir bei unseren Untersuchungen rausbekommen haben. Ich erinnere mich, aber... Zuerst bei der Concierge in der Rue Ordonnée. Sie hat uns gesagt, dass die Dame jeden Donnerstag mit der Metro ins Kino fuhr. Von der Rue Ordonnée zur Place Pigalle. Dann war es die Stiefmutter des kleinen Philippe, die ihrem Stiefsohn nur so viel Geld gab, dass er mit der Metro zu seiner Großmutter fahren konnte. Mit der Metro fuhr auch der Zinkarbeiter von Saint-Ouen zu seiner Fabrik und ebenso der Steuerberater, der seinen Wagen zu Hause stehen ließ, wenn er zu tun hatte. Ja, und Kommissar Froissart hat uns erzählt, er habe benutzte Metro-Fahrscheine in der Tasche des Handelsvertreters aus Marseille gefunden. Genau. Alle, Herr Hauptkommissar, alle fünf haben die Metro benutzt, ein paar Stunden bevor sie durch Gift gestorben sind. Mhm. Na, das ist das Bindeglied, das mir zwischen den Opfern fehlte. Die Metro. Ja, komm. Komm, Maxime, wir werden jetzt zwei, drei Linien abfahren. Sie sagen das, als ob wir zum Fischen gehen, Chef. Ja, es hat doch gewisse Ähnlichkeit. Komm, vorwärts, auf. Vraiment? Ach, ja, Herr Hauptkommissar, wenn Sie Gauthier sehen, dann sprechen Sie mit ihm nicht mehr über diese Sache. Ich möchte Sie behalten. Wenn wir wenigstens Erster genommen hätten, Chef. Man muss von unten anfangen, wenn man es zu was bringen will, Maxime. Wissen Sie, was einer Metrolinie am meisten ähnlich ist? Ja, eine andere Metrolinie. Sie sagen es. Wir fahren schon die dritte Linie. Warum bloß? Wann macht die Metro eigentlich dicht? Um eins oder halb zwei. Ein Glück. Ich leide schon an Metrophobie. Wenn ich eine Zigarette rauchen könnte. Sagt Ihnen das nichts? Nein. Oder ein kleines Helles? Schön frisch. Nein, eigentlich habe ich nur ihretwegen davon angefangen, um Ihnen eine Freude zu machen. Ja, so bin ich eben. Tja. Übrigens haben Sie recht, Bier macht dick, Zigaretten krank. Du brauchst immer nur ein paar Bonbons bei dir zu haben. Das macht frisch und man hat auch zu tun. Ja, aber man kann nicht an alles denken. Was? Was haben Sie gesagt, Chef? Ich? Nichts. Doch, gerade eben. Sie sagten... Nein, ich habe keinen Ton gesagt. Ich sollte was bei mir haben? Ach so, ein paar Bonbons. Ich habe also richtig gehört. Hervorragend. Sie sind großartig, Chef. Kommen Sie, wir können aussteigen. Was ist denn los? Ja, wir steigen aus. Verlassen Sie sich ganz auf mich. Na, das wäre mir zu gefährlich. Kommen Sie, Chef, kommen Sie. Die Metro, Chef, die ist wie ein Dampfhammer. Wunderbar, wenn er aufhört zu dröhnen. Achso, willst du mir vielleicht erklären? Borgen Sie mir 50 Centime, Chef. Was soll ich? 50 Centime. Ich gebe sie Ihnen wieder, keine Sorge. Wir müssen uns ja sowieso die Spesen ersetzen lassen. Ja. Danke, Chef. Wo steckt man das Geld rein? Aha, da. Das war's, Chef. Möchten Sie eins von den Dragés? Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen, oder? Keine Dragé, Sie sollten eins nehmen. Das erfrischt und man hat was zu tun. Chef, nun machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich bin jetzt ganz ernst. Was hat Kommissar Froissart vorgezeigt, als Sie ihn fragten, was er alles in den Taschen von Victor Gautran gefunden hat? Na ja, das war... Eine Brieftasche, ein Feuerzeug, Zigaretten und ein Kofferschlüssel. Ja, richtig. Aber das ist nicht alles. Eine leere Bonbonschachtel war auch dabei. Erinnern Sie sich jetzt, Chef. Sie haben mich gefragt, was ich von dem Verbrechen in Marseille halte. Ich habe gesagt, irgendetwas störe mich an der Geschichte, ohne dass ich sagen könne, was. Und den Grund dafür, den habe ich gerade in dieser Minute entdeckt, als Sie von den Bonbons gesprochen haben. So eine Schachtel, wie Froissart sie in der Tasche von Victor Gautran gefunden hatte, genau so eine Schachtel hatte ich auf dem Kamin in der kleinen Wohnung in Saint-Ouen gesehen. So eine Schachtel wie diese hier. Ich habe sie gerade aus dem Automaten gezogen. Kleine, runde Schachtel, man dreht den Deckel, schüttelt ein Dragé heraus. In Saint-Ouen war sie mir nicht besonders aufgefallen. Ja, weshalb auch? Aber als Froissart die Bonbonschachtel vorzeigt, da hatte ich gleich das Gefühl, als hätte ich sie schon mal gesehen. Bist du sicher? War ganz sicher, Chef. Ja, da liegt ja auch die Erklärung drin für das, was die Stiefmutter des kleinen Philipp gesagt hat. Wenn er zurückkommt, dann hat er immer die Taschen voll Bonbons und anderem Zeug, das er sich auf dem Heimweg kauft. So also war das. Ja, das ist ja ein... Todesautomat und jeder kann sein Opfer werden. Für 50 Centime. Und darum gibt's auch keine Beziehungen zwischen den Ermordeten und keine Fingerabdrücke und keine Motive. Und jetzt, Chef?
Wir müssen schnellstens die Generaldirektion der Metro alarmieren, dass alle Automaten gesperrt werden. Dann wirst du zum Personalbüro gehen und feststellen, wer alles mit der Versorgung der Automaten zu tun hat. In Ordnung, Chef. Und Sie? Ich suche die pharmazeutischen Laboratorien auf, die Trigemin herstellen. Ja, die Zeit reicht noch für ein paar von Ihnen. Man muss bis zur Fabrikation dieses Produkts zurückgehen, um rauszufinden, auf welchem Wege der Täter sich das beschafft hat. Also bis nachher. Treffpunkt im Büro. Kommen Sie da hin. Na, mit der Metro, das geht schneller. Außerdem sind wir das wohl schuldig. Es stimmt, Herr Kommissar. Mein Laboratorium produziert Trigemin. Ehrlich gesagt, ich war sehr aufgeregt, als ich in der Zeitung über diese tragischen Vorfälle las, noch dazu, wo die Journalisten keine Einzelheit auslassen. Ich war schon darauf gefasst, dass eines Tages ein Kriminalbeamter hier auftaucht. Vielleicht wäre ich sogar freiwillig zur Polizei gegangen, wenn... Wenn was? Wenn ich nicht hätte befürchten müssen, mein Laboratorium in Misskredit zu bringen. Sie wissen besser als ich, wie empfindlich die Öffentlichkeit reagiert. Ist der Name eines Labors einmal in einen Skandal verwickelt, dann kann es zumachen. Hatten Sie einen Grund, zur Polizei zu gehen? Ja. Nein. Bitte? Naja, das heißt, ich war mir nicht ganz sicher. Wie soll ich das verstehen? Es ist so, Herr Kommissar. Vor einiger Zeit hat uns eine Apotheke in Bordeaux einen Auftrag auf 50 Schachteln Trigemin erteilt. Wie lange ist das her? Etwa 3 Wochen. Also wir haben umgehend geliefert, aber die Apotheke hat 2 Tage später reklamiert, dass in der Lieferung 10 Schachteln fehlten. Wir haben die fehlenden Schachteln sofort nachgesandt. Ja, haben die wirklich gefehlt? Wir hatten leider nicht die Zeit, unsere Lagerbestände zu überprüfen, als die Reklamation einging. Mein Labor ist ziemlich neu, müssen Sie wissen. Das Personal ist knapp und die Geschäfte drängen. Sie wissen doch, wie das ist. Aber solch ein Vorgang ist immerhin ziemlich schwerwiegend, Madame. Ja, wie schwerwiegend ist mir erst wirklich aufgegangen, als ich vorige Woche die Zeitung gelesen habe. Ich habe sofort die Bestände überprüfen lassen. Und? Es fehlen wirklich 10 Schachteln, Herr Kommissar. Sind Sie sich klar darüber, wie viel Zeit wir durch Ihr Schweigen verloren haben, Madame? Ja. Sie lesen die Zeitung, Sie wissen, dass wir auf der Stelle treten, dass wir noch keine Spur haben. Ja, da musste Ihnen doch einfallen, dass Ihre Mitteilung eine große Hilfe für uns gewesen wäre. Ja, aber ich habe es Ihnen doch schon gesagt, Herr Kommissar. Erst der Zeitmangel, dann die Angst vor dem Skandal. Ich habe alles, was ich besaß, in dieses Labor gesteckt. Wenn es zumachen muss... Ist der Fortbestand Ihres Labors wichtiger als das Leben eines Menschen? Wer weiß, ob Sie nicht den Täter hätten hindern können, seine letzten Morde zu begehen. Das wird für Sie nicht ohne Folgen bleiben, Madame. Aber im Augenblick, da haben wir anderes zu tun. Erzählen Sie mir bitte etwas über dieses Trigemin. Ja, also dieses Medikament kommt in verschiedenen Formen vor. Zunächst als Flüssigkeit, die älteste Form, die von den Kranken als Tropfen eingenommen werden. Dann gibt es die Ampullen zur Injektion und schließlich das Pulver, das man in Wasser auflösen muss. Ja, und vor 2 Jahren hat unser Labor eine neue orale Einnahmeformel für Trigemin erarbeitet. Das heißt, der Kranke assimiliert es jetzt mit den Papillen der Zunge. Und wie sieht dieses Präparat aus? Auch da haben wir 2 Ausführungsarten auf den Markt gebracht. Das Granulat und die Dragees zum Lutschen. Das hat mehrere Vorteile. Der Kranke kann sein Medikament überall bei sich haben. Und dann ist es für Kinder und empfindliche Patienten angenehmer. Könnte man sagen, es sind Bonbons? Ja, ganz richtig, Herr Kommissar. Ja, wie diese hier vielleicht? Ja, genau so. Weder im Geschmack noch im Aussehen gibt es da einen Unterschied. Wem untersteht in Ihrem Labor die Auslieferung? Den Lageristen. Und nach welchen Gesichtspunkten werden die eingestellt? Wissen Sie, Herr Kommissar, es ist schwierig, Referenzen zu verlangen für Angestellte, die ausschließlich Pakete verpacken und wenig dafür verdienen. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie keine Vorstrafen haben und keine Trinker sind. Das Übrige, mein Gott... Bleibt dieses Personal lange hier? Nein, gewöhnlich nicht. Warum nicht? Unter den Lageristen gibt es viele junge Leute, die so einen Job annehmen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wir haben sehr oft Studenten. Natürlich haben wir auch andere Leute, die zu keiner anderen Arbeit fähig sind. Sind das im Allgemeinen Männer oder Frauen? Meistens Frauen. Die Pharmapakete sind nie sehr umfangreich. Und entlassen Sie auch manchmal jemanden? Ah nein, niemals. Ich glaube, es ist nur einmal seit Gründung der Firma vorgekommen. Völlig bedeutungslos. Ich weiß nicht einmal den Grund. Der Personalchef... Könnte Ihnen das vielleicht sagen. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, bitte. Wahrhaftig, Madame Fournier, Sie verbringen Ihr Leben im Büro des Chefs. Man sieht nur noch Sie hier. Ich habe gerade noch mal das Parkett gewischt. Waren lauter Flecken drauf. Sie machen sich um die Kriminalpolizei verdient. Ach, tue ich doch gerne, Inspektor. Der Kommissar ist so gut zu mir gewesen. Vielleicht macht es ihm Freude, wieder ein sauberes Büro zu haben. Aber sicher macht ihm das Freude.
Kennen Sie ihn schon lange? 2-3 Monate. Ich war im Gefängnis. Oh, entschuldigen Sie. Macht nichts, Herr Inspektor. Ich mache kein Geheimnis daraus. Warenhausdiebstahl. Ich weiß auch nicht, was mich gepackt hatte, aber ich war arbeitslos, kein Geld. Wissen Sie, ich kam vom Land und hier in Paris, da kam ich einfach nicht zurecht. Ja, hab 3 Monate Bau gekriegt. Als ich wieder rauskam, hatte Kommissar Fremont Arbeit für mich gefunden und auch ein kleines Zimmer nicht weit von hier. Jetzt geht's mir gut. Ich muss das doch nicht alles wissen, Madame Folly. Ich erkläre es Ihnen ja auch nur. Darum neulich die Narzissen. Ach so, ich verstehe. Waren Sie heute schon in Ihrem Büro? Nein, noch nicht. Ich hatte zu viel draußen zu tun. Heute stehen nämlich bei Ihnen auch welche Narzissen. Nett von Ihnen, Madame Fournier. Ich gehe jetzt nach Hause. Ist spät. Ich mache den Rest morgen. Ja, ja, ich bleibe noch hier. Ich warte auf den Kommissar. Na dann, guten Abend, Inspektor. Guten Abend. Ich wollte Sie mal was fragen. Ich möchte ja nicht indiskret sein, aber glauben Sie, Sie finden den Mörder? Wir haben ihn gefunden, Madame Fournier. Nicht möglich! Doch, und Sie sind die Erste, die es erfährt. Ach, das freut mich aber für den Kommissar. Für Sie natürlich auch. Natürlich. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Hallo? Hallo, ja. Ich bin's. Ja, ich. Ich komme wieder mal zu spät zum Essen. Der Chef ist noch nicht da. Ich muss ihn noch sprechen. Doch, doch, komm, warte auf mich. Ja, richtig. Ich erkläre das nachher. Bis gleich. Hallo. Ja, was würdest du sagen, wenn wir morgen aufs Land fahren? Zum Narzissen pflücken. Ja, gut, ich lege ja schon auf. Also, bis nachher. Na, da sind Sie endlich, Chef. Hast du auf mich gewartet? Naja, wenn Sie das Neueste wüssten. Der Mörder ist... Ich weiß. Sie wissen? Ich komme gerade von der Metro. Und ich aus einem Laboratorium. Der Mörder der Frau aus der Rue Ordonnée, des kleinen Philippe aus Neuilly, des Zinkarbeiters aus Saint-Ouen, des Steuerberaters aus der Rue Vaugirard und des Vertreters aus Marseille. Lassen Sie es mich sagen, Chef. Nur dazu bin ich doch so lange geblieben. Na los. Marie-Louise Brun, ehemalige Putzfrau bei der Kriminalpolizei. Entlassen vor einem Monat von Kommissar Fremont wegen Indiskretion und Trunkenheit. Und eingestellt als Verpackerin in einem pharmazeutischen Laboratorium Rue Carducci und 8 Tage später aus den gleichen Gründen vor die Tür gesetzt. Eingestellt von der Metro, um die Automaten mit Süßigkeiten zu versorgen. Genau so ist es, Maxime. Die hatte im Labor 10 Schachteln Trigemin gestohlen, bevor sie rausgeworfen wurde. Bei der Metro hat sie dann den Inhalt von Bonbonschachteln mit Trigemin-Dragés vertauscht und hat sie auf die verschiedenen Stationen verteilt. Und dann hat sie abgewartet. Und gar nicht lange. 5-mal Mord. Und das Motiv, Chef? Rache, Maxime. An mir. Weil ich sie entlassen habe, wollte dieses Weibstück sich rächen. Es ist ihr beinahe gelungen. Ich wollte ja schon aufgeben. Erinnerst du dich an den anonymen Brief? Kein Motiv, keine Spuren. Kommissar Fremont kommt nie ans Ziel. Ich habe nur 1 Monat gebraucht, um all diese perfekten Verbrechen zu begehen. Ja, genau den Monat, den sie von hier fort ist. Teuflisch. Rache wird kaltblütig und von langer Hand vorbereitet, Maxime. Aber 5 Tote? Ist das wirklich nur Rache? Muss man nicht wirklich verrückt sein, um 5-mal zu töten? Hoffen wir es für Sie, dass sie verrückt ist. Ist sie schon in Untersuchungshaft? Oh ja. Und der Hauptkommissar hatte wieder einmal recht, das perfekte Verbrechen gibt's nicht. So, es ist aber spät. Ich komme schon wieder nicht pünktlich zum Essen nach Hause. Gehen Sie zu Fuß, Chef? Ja, ich brauche frische Luft. Und dann begleite ich Sie ein Stückchen. Hier, Chef, wir wollen sicher ein Bonbon. Ja. Ja, keine Angst, die hier sind echt. Sie hörten Der Todesautomat von Jacques Fayet. Aus dem Französischen von Maria Frey. Es sprachen Kommissar Fremont, Hans-Helmut Dicko, Madame Fournier, Maria Baring, Inspektor Maxime, Wolfgang Forrester, Hauptkommissar, Siegfried Wischnewski, Concierge, Ursula von Reibnitz, Stiefmutter, Karin Buchalli, Arbeiterfrau, Eva Garg, die Frau, Marianne Moser, Beamter, Josef Meinerzhagen, Kommissar Frossard, Alf Marholm. Laborleiterin, Marlene Rippan. Die Regie hatte Wolfram Rosemann.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1976.